Und du weißt ja, wie das heutzutage läuft, ne? So, fettes Auto, dicke Hütte und offen ist die Garage. Hallo, lass reinwachsen, was kommt. Die Tiefgarage ist offen. Ja, dazu nimmt Thema Frauen. Aber, ja, warum nicht? Ja? Ja, mal gucken, was das für Muschis da sind da. Das ist verloren. Anschauen kostet ja nichts, ne? Da machen wir das wie Bachelor, ne? Wie das heißt, ne? Lusch mal die an. Ne? Wird erstmal Probelauf gemacht und so, ne? Ganz klar. Wenn du jetzt der Bachelor wärst, würdest du das machen? Kann ich ja direkt sagen. So. Dann würde ich von Montag bis Freitag jeden Tag einen von denen zwischennehmen. So. Die hätten nachher ja keinen Bock mehr. Oder die kämen ja nicht mehr von mir weg. Also. So einfach ist er. Meinst du echt? Ah, wenn ich das da sehe, dann was ist das da? Ey, was ist das für ein Typ, ey? Der Warmduscher, ey. Von Vollpfosten. Ach, hör ob, ey. Ja, die Mädels stehen aber auf dem. Ja, wie? Was stehen die dann da? Was stand die dann? Auf dem 3-Tage-Bad oder was? Stehen auf dem. Ich habe auch einen stehen. Ist klar. Naja, stehen auf dem. Was stehen die denn? Wenn ein Röschen schenkt oder bla bla bla, man. Was ist das dann? Der Eierkocher. Ach, hör ob. Meine Fresse, hör mal. Sehr für Kerle, was ist kein Mann für uns? Mein Gott, ey. Vor allen Dingen ist das sowieso, ist auch alles so, je mache, je tue, das ist ja nichts Echtes, sag mal. Ich nehme an, im wahren Leben würde ich ja gar nicht große ansprechen. Ja. Die brauchen was richtig, die brauchen einen Mann, Männer brauchen die. Männer braucht das Land. Ne? Ganz einfach, so, brauchen wir ja nicht drüber reden, aber. Das sind die Sendungen, genau die sind das. Weißt du, da wird dazu hingestellt, als wenn alle Männer so wären wie der. Ist doch ja nicht. Apropos Sendung, es gibt so eine Sendung, die heißt Berlin Tag und Nacht, die gibt es jetzt auch in Köln. Oh wei. Und die haben Drehen in der Kunstbar, da wo wir auch mal gedreht haben. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Das erste Mal habe ich die gesehen. Ey, meine Fresse, ey. Was ist das denn nochmal, ey? Die blamieren die ganze Innung. Ja. Die ganze was? Die blamieren die ganze Innung, hör uns, die ganze Köln. Ey, was hat damit Köln zu tun? Guck dir die mal an, hör mal, ey. Ach, hör auf. Ja, was ist denn so verkehrt an dem? Ja, kann ich ja sagen, sind da keine richtige Kölsche. So, guck doch mal, wie die sprechen, wie die sich verhalten. Da weiß ich ja nicht, wer ist denn jetzt, wer ist denn nur die Weiber? Und wer sind die Typen? Weiß ich ja nicht. So, ja, das kannst du nur erkennen am 3-Tage-Bad. Der eine ist tätowiert bis hier oben hin. Ja. Bist du da auch? Ja, und? Aber ich stamm wenigstens mein Kerl. Ja, was ist das dann? Die lassen dich da anscheißen von den Weibern, hör mal, ey. Der Allergrößte, hör mal. Das kann doch nicht sein. Geh hier mit denen um, hör mal. Ach, hör auf. Vor allen Dingen ist dieser kölsche Slang nicht da drin. Die können sich ja nicht mit identifizieren mit Köln. Was ist da dran? Köln? Hör auf, hör mal, diese Schickimicki da. Wo kommen die eigentlich her? Von der Uni? Oder sind die von den Grünen? Ey, hör auf, ey. Nein. Also, wenn wir jetzt so tun würden, als ob wir hier ein Casting drehen würden, du musst dich in die Kamera drehen, ich sehe dich nicht. Ach so? Ja, ja, da ist er. Nee, ich höre uns. Ja, wenn wir jetzt so tun würden, als ob wir ein Casting-Video für Köln Tag und Nacht drehen, ne? Ja. Was würdest du jetzt sagen? Erster Satz. Was ich sagen würde? Ja. Ja, ist ein Kölscher Jung. Nein. Ja, ich würde sagen, hallo Leute, jetzt machen wir dem mal in Berlin vor, was hier in Köln abgeht. Was ja. Machen wir? Dann würde ich denen in Berlin sagen, hallo Berliner, jetzt zeigen wir euch mal, was in Köln abgeht hier. Wie das hier in Köln läuft. Wie läuft das denn hier in Köln? Ja, anders. Nein, aber lockerer, die sind alle zu steif da, die haben nicht die Lockerheit da, wie die reden und alles, verstehst du? Da bist du hingestellt, ich meine, was stimmt, da diese eine da, wo die eine geht mit dem in die Kiste, mit dem, ich meine, ist ja alles Fernsehen, ist ja Filmchen, muss man nicht drüber reden. Sind sehr schlechte Schauspieler, sind nicht authentisch, weißt du? So, wie die reden, wie die machen, der ist einfach zu viel aufgesetzt, ne? So, dieses Getue auch. Wo ich sage, hör mal, das stimmt schon, da sprechen sie vom Leben, wo der eine Typ da einen auf dicke Hose macht, mit seinem Porsche da. Weißt du, mit seinem Sahnehäubchen. So, fährt davor, dickes Auto, dicke Wohnung, Kranhäuser und dann. Und auf geht die Garage. So. Ja, gut, mehr brauchst du heutzutage nicht. Das stimmt, das war ein bisschen so. Aber das andere, alles so steif. Keine Lockerheit, immer so diese Reederei da, ja, hey und oh, ne? Da muss man richtig hey, weißt du? Das ist in Berlin Tag und Nacht ein bisschen anders. Da ist auch ein bisschen so dieser Slang drin, weißt du, wo man sich mit identifizieren kann. Aber was das denn? Waren die auf der Sprachschule oder was? Ja, was ist das dann? Ne, ob. Muss ja. Man so kölsche Mädchen, weißt du? So kölsche Jungs, weißt du? Ein bisschen. Was mit Köln zu tun hat, wo man Köln vertritt, wo man das merkt, dass das hier Köln ist. Wenn du den Kölner Dom nicht siehst, wüsste ich ja nicht, dass das in Köln war.
Ja, so ist halt nochmal. Deswegen müssen da richtige Leute ran. Ja. Ich würde es jetzt sagen, so wie ich, aber war ja nicht verkehrt. Ne?